Okay, ja, nur gut, ich, ja, okay. Ja. Die alten Menschen! So, ich mach also wenn die Story mal da steht, wirst du es erkennen, glaube ich. Ja, klar. So, sämtliche Zweifel sind wie weggeblasen einfach. Er hat Blasen gesagt. Oh, schön. Oh. So, zack. Alter, wann hast du diese Kugel da auf den Turm gebaut? Hä, das war ganz einfach. Also die hat er sehr schnell gebaut, muss ich sagen. Der Dimeter war dabei, habe ich heute einfach, ganz easy. Keine 10 Minuten war die da oben. Ja, das war... Alter, das sieht voll gut aus. Ja, das... Was ist das für Material da oben? Es ist Wünsch dir was Material. Hört sich jetzt nicht so echt an. Tobi, das hört sich an, als würde ich dich verarschen, aber im Grunde genommen stimmt es tatsächlich. Ich weiß schon, dass du mich verarscht. Nein, es ist wirklich... Nichts anderes erwartet von dir, Mann. Es ist wirklich genau das, was ich sage, Tobi. Wenn du mir nur einmal glauben würdest in deinem liederlichen Leben. Wenn du mir nur ein einziges Mal glauben würdest. Du misstrauischer alter Bastard. Nein. Warum denn nicht? Kann ich dir vorbeibringen? Hau dir auf die Fresse, Ball. Was? Oh, er hat noch Wrestling im Blut. Ja, ich glaube auch. Der Tobi ist einfach nur, der kennt nur Gewalt. Ja, das ist mega aggressiv, ne? Gewalt ist seine Sprache einfach. Ich glaube, du solltest mal aufhören mit diesem Kämpfe gucken. Ja. Tobi, das ist nicht gut für dich. Halt's Maul! Stimmt, sieht aus wie der PlayStation Move Controller. Ja, sag ich doch. Am Anfang sah es aus wie ein Dildo, habe ich mir sagen lassen. Huch. Ja, gut. Also Fantasy und so, ne? Wir wollten schon zwei riesige Berge da unten dran bauen. So, hast du jetzt schon ein bisschen Quarz für mich, Tobi? Natürlich. Oh, ich nerv jetzt so lange, bis ich irgendwas hab. Nein, Quatsch. Mann, Debitor, warum hast du deinen Weg aus Gravel gebaut? Ach so, soll der aus Erde gebaut werden? Ja, nee, muss man natürlich nicht, aber ich habe kein Gravel dabei. Ich habe jetzt extra Erde mitgenommen, um dein Bauernhaus ein bisschen anzuschließen. Ja, schließ es an. Warte. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Ach so, du suchst jetzt nur eine Ausrede, das nicht anzuschließen, ne? Ich bin ja schon dabei. Ach so, sehr gut. Ja. Ausgezeichnet. Und den Tobi wollte ich dann auch noch anschließen. Aber da habe ich Angst, weil der droht mir immer. Ja, der ist auch sehr aggressiv geworden, seit er da ist. Das ist ganz furchtbar. Schnauze! Seitdem er sich halbnackte Männer in Leggings anguckt, die sich gegenseitig eingeölt reiben und massakrieren, ist einfach der Aggressionsrat. Ja, da ist der Aggressionsrat viel höher einfach. Ja, wenn mich so ein nackter Mann wirft, wäre ich auch ein bisschen aggressiv, glaube ich. Ja, er ist komisch vielleicht. Aber so ein eingeölter nackter Mann, der müsste dich aber richtig fest zupacken, sonst glitscht er weg. Vielleicht guckt man das dann deswegen auch, wenn man das einfach hofft. Ah. Ja, ich wünsche mir das auch einfach insgeheim, schon Jahre. Frag doch mal den Kevin. Nee, danke. Der gibt's dafür kein VR-Ding? Der eingehüllte Kevin wirft dich aber ein paar Meter. Nee. So. Huch, hier ist ja gar nichts mehr. Ich meine, eine Werkzeugkiste hier. Soll ich dir ein bisschen was vorbeibringen? Ich bin ja direkt da angeschlossen. So, warte. Ach, ist aber süß eingerichtet hier mit Deco-Craft alles. Oh, Mr. Cray auch? Cool. Er ist schon süß. Ja, nicht schlecht, ne? Tobi, wenn du ein neues Haus brauchst, hier, ich vermiete dir so eins. Das kostet nur ein Saphir im Monat. Woche. Wo kriegt man denn Saphire her? Ist mir egal, aber es kostet so viel. So nannte ein Arbeitskollege mal einen Film, der rauskam. Hieß dann aber letztendlich Saw 4. Oh. War aber kein Witz, der hat den echt so genannt. Er so, kennst du schon Saphir? Der läuft gerade im Kino. Und dann dachte ich so, schön. Kenn ich, sagt er. Oder Jarussik Park, kenne er auch. Jarussik Park? Was? Ja, das war dann Jurassic Park. Hä? Hab ich gerade Schritte gehört? Ach, der Debitor, natürlich. Hi. Guten Tag. So. Sehr gut. Alter. Wie baut man denn nochmal Zäune, Alter? Ich weiß es gar nicht mehr. Was? Aus Sticks. Ach ja, ja gut, dann kann ich ja lange probieren. Kann ich eigentlich nochmal die Karte groß aufmachen? Weißt du das noch eine? J. Ah. So, ah, alles klar. J wie Jens oder was? Nehme ich Standardzäune oder nehme ich, Was macht der?
Ich wollte Zäune machen, Debitor. Für deine Felder und für den Weg natürlich ein bisschen, dass der Weg dann quasi in Zäune übergeht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, die Carpenter-Zäune. Wie macht man die nochmal? Aus Carpenter-Blöcken. Okay, da kommen jetzt Zombies, Carpenter-Blöcke und Sticks, alles klar. Da muss ich noch ein paar. Hast du Carpenter-Blöcke? Ich mach mir gleich welche. Okay. Ich muss ja ganz kurz eine Zombie-Invasion abwehren. Jo, jo. Alles klar, Freunde. Alles klar. Das sind wieder die Nachbarn, die wollen Zucker holen. So. Oh, ich muss mal ein paar Cheeseburger fratzen. Auch Cheeseburger? So. Du. Was sagst du, Tobi? Was? Nichts? Was sagst du? Ah, eine blöde Scheißhexe. Ach so. Nicht so aggressiv. Guck mal, wie aggressiv. Alter, ist der. Ja, sag ich doch. Das mit dem Tobi nimmt kein gutes Ende, du. Nee, ich glaub nicht. Nee. Wir müssen auch vorsichtig sein, sonst wird er uns gegenüber auch aggressiv. Ich glaube, wir rufen mal die Mutter an. Darf keine Filme mehr gucken, wo die kämpfen. Aber die ist ja auch hilflos. Der Tobi räumt nicht mal mehr sein Zimmer auf, seit Wochen. Na, schlimm. Nee, Tobi, alles gut. Oh nein, das ist eine Werbe. Werbe. Es ist so. Ja, Tobi braucht eine Anti-Aggressionstherapie, das sehen wir alle genauso. Oh, jetzt haben meine Steine vergessen. Oh. Nein. Männer schade, sind Steine. Schade, Debitor. Das kann jedem mal passieren, Debitor. Meine Steine sind weg. Das Männer sind Steine. Als Maul, Erik. Was? Hä? Warum? Was hab ich dir denn getan jetzt? So ganz ruhig. Halt's mal. Du alter Spack. Übrigens, mein Sohn kann jetzt sein erstes richtiges Wort. Echt? Was denn? Scheiße. Ne, gar nicht. Okay. Arsch. Arsch, oh. Gut. Das voll gut. Kindererziehung, habt ihr voll verstanden. Ihr bereitet ihn gut vor. Ja, ich denke mir halt immer so, pass auf, der kommt im Kindergarten oder in die Schule und dann lernt er richtig die Wörter, ne? Ja, das wird nochmal lustig. Ja, aber warum soll er nicht derjenige sein, der die Wörter den anderen beibringt? Das ist natürlich noch besser. Hast du recht. Dann kennt er schon alles und denkt sich so, der hat eine ganz steile Lehrerkarriere vor sich. Zum Beispiel. So. Kannst du dir halt auch schon zurechtlegen, wie du dann vor den Lehrern halt eben so, weißt du, wie du das erklärst. Ich rede halt genauso dann. Ey, du dumme Troller, was willst du von mir? So beim Elternabend einfach. Machst du Sohn an? Lehrer sind Muschis, was soll das? So. Ich habe auch keine Schule gebraucht, warum geht dem jetzt hier? Ja, und dann wissen die, alles klar. Mhm. Ja, hast du recht. Bescheid. Hat man so noch nie gesehen eigentlich, ne? Ja, eben. Alter, mobtechnisch ist aber echt mehr los gerade, ne? Also jetzt die Nächte. Wenn ich wüsste, wo ich wäre, wenn ich früher schon die ganzen Ausdrücke gekannt hätte, hätte ich mir das komplett in der Schule sparen können, dann den Teil. Und du wärst immer der beliebte Junge gewesen. Genau. Statt der Streber. So. Hast du gerade eine Ratte getötet? Was? Wer? Irgendwas hat er getötet. Irgendwas hat er gerade im Hintergrund gequietscht. Ja. Oh ja, das war eine Ratte. Alter, Robulus. Hier ist übrigens ein. Wie der Tobi den Gronkh schon beeinflusst mit seiner Aggressivität. Ja. Hier ist doch ein Skorpion wieder aufgetaucht. Okay. Hat nicht funktioniert. Verrückt. Das ist irgendwas mega verbuggt. Ja, irgendwie. So, was ist hier los? Es sind noch Cheeseburger drin. Aha, 164x4, das reicht ja von Anfang. So, jetzt brauche ich nur noch 4000 Bücherregale. Tobi? Was brauchst du? Ich brauche ein paar Bücherregale. Ich weiß aber nicht, wie viele, ich habe jetzt nicht gerechnet. Oh, Bücherregale ist mit Abstand das Beschissenste, was man bauen kann in Minecraft, ohne Scheiß. Jo. Das ist Nein. So widerlich. Doch. Doch, Debitor, doch. Gib mir 4 Minuten. Debitor, das ist scheiße. Und das weiß er auch, er gibt es nur nicht zu. Will er wieder nee, Macker markieren. Warte. Hä, was? Was war das denn? Ich baue mal ganz kurz was. Was macht der denn hier für. Was macht der denn hier für Geräusche? Sterben Let's Plays aus, eure Meinung? Nein. Sie verändern sich nur. Richtig. Und es gibt natürlich immer mehr Let's Player, deswegen teilt sich alles immer mehr ein bisschen auf. Aber das ist normal. Genau, normal. Normal.
Und manche schneiden mehr, manche schneiden weniger. Richtig. Weil ich immer noch Fan vom klassischen Let's Play einfach bin. Ich auch. Was ist los, Tobi? Ein Wolf. Ah, alles klar, mach ihn weg. Mach ihn kaputt, Junge. Na. Junge! Wollte ich mal gesagt haben. So, ist aber Copyright drauf, muss aufpassen. Stimmt. Echt? So. Ja. Wirklich jetzt? Copyright? Ja? Ja. Was? So. Was? Wer? Verarscht ihr mich jetzt wieder? Wieso, nein. Weshalb, warum? Wieso verarschen, Tobi? Hat den da sich wirklich Junge sichern lassen? Nein, um Gottes Willen, das ist ein holländischer Begriff, glaube ich, ne? So, ich wollte gerade sagen. Ja, in Holland darf das jetzt keiner mehr sagen. Was ist los? So, sagen, Alter. Das ist jetzt illegal, Tobi. Ist illegal. Was denn da los? Ja. Was mache ich hier überhaupt? Das frage ich mich auch schon gerade. Die ganze Zeit. Das seid euch wieder einig, ne? Hä? Ich habe gerade gesagt, ich frage mich auch gerade. Nicht, was du machst, sondern was ich hier gerade mache. Was macht der da überhaupt, der Tobi? Was mache ich da? So. Boah, Alter. Okay. Ah, warte. Stören wir dich gerade bei deiner Oculus Experience oder was? Da geht doch was. Das ist gut. Hier ein Lämpchen. Hier so ein Lämpchen hin. Das wäre ganz schön. Aber hier brauchen wir es keins. Meine Fresse, kann den Wolf mal hier weiter baustopfen? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich habe ja immer Zombie Invasion. Zombie Invasion. Es läuft eigentlich deine Hexenfalle. Läuft die eigentlich? Meine oder seine? Deine. Meine Hexenfalle? Ja, die läuft eigentlich schon, aber ich habe gehört, der Debitor hat da auch noch was ganz Fieses am Start, wo noch viel mehr Hexen spawnen. Wer sagt das denn? Das ist Quatsch. Ja, hast du doch genauso erzählt. Okay. brauchst du irgendwas, Tobi? Nee, momentan nicht. Ich mach grad ein bisschen Einrichtung. Ja gut, ich brauch so Farbstoff und sowas, wenn du davon was überhast. Für Deko-Craft. Achso, nee, das hab ich nicht. Danke. Ich dachte irgendwas von den Hexen. Achso, nee. Es sind doch echt mehr Mobs geworden, oder täuscht das? Nee. Es kommt mir echt so vor. Nein. Hier ist alles voll. Nee. Echt, Junge, da täuscht du dich, Junge. Das ist normal. Wollen wir das Schild jetzt bitte? So. Puppe Jill? WTF. So, Debitor, ich hoffe, es gefällt dir ein bisschen, was ich gerade veranstalte mit deinem Haus. Achso, ja, ich guck gleich mal. Also, ich habe noch keine Texturen drauf bei den Dingern. Achso, mit alles, den Zäunen meinst du? Genau, und alles, was hohe Zäune sind, da wollte ich dann Lampen drauf klatschen irgendwie. Alter, was ist denn hier los? Hau ab! Oh, blöde Hexe. Huch, was ist das? Was denn? Alter, OneDrive. Ich geb dir gleich OneDrive Windows, Alter. OneDrive? Ach ja. Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ja, das ist fürchterlich. Alter, du hast erste Pimmelfotos im Netz. Gibt nichts über einen guten alten USB-Stick. Was voll schön hier hinten, Debitor. Was ist denn da gebaut? Was ist das? Was ist das? Also, bist du an meinem Metallkasten? Was ist das auch für einen alten Menschen? Ja, pass auf, da ist der Steinbruch. Und da dran soll eine Straße sein, die so um die Ecke fährt. Die dann aber nicht mehr weitergeht, sondern einfach nur vom vorne gucken. Und da soll dann so ein Schaufelbagger hin. Ah, okay. Ach, hier ist der Stein. Ah, alles klar. Okay. Der aber nur so da steht, nicht arbeitet. Also der ist schon, soll wohl schön sein. Dann würde ich jetzt hier den Zaun erstmal begrenzen, glaube ich. Dass dann dein Bauernhaus ist. Da bin ich noch nicht so weit. Genau. Ich mache den, glaube ich, mal bis dahin. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel Zaun. Wieso mache ich eigentlich gerade einen Zaun? Ich wollte den Weg bauen. Aber irgendwie habe ich gerade Spaß dran, den Zaun zu bauen. Bist du mitten im Zaun. Jetzt habe ich eh kein, Holz mehr. Grobulus, was ist verkehrt mit dir? Grobulus Rift. Alter. Was war's denn, Tobi? Verrückter Junge einfach. Was war's denn, Tobi? Nee, das sag ich nicht. Komm, Tobi. Ich sag das nicht so, ne? Tobi, ich frag dich einfach mal. Komm, sag es mir ins Öhrchen. Ganz leise. 50.000 Euro wieder jetzt. 50.000 Euro, geil. Ja, sind aber auch verdient, ey. Tobi. Sind sie auch verdient einfach. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ey. Ja, aber was willst du machen? Ist halt nur ein kleines Trinkgeld heute. Vielleicht können die anderen sich ja animieren lassen, die gleiche Summe auch mal zu spenden. Nein, können die nicht. Das
Die lassen sich bestimmt animieren. Nein, sag sowas bitte. Bitte sag sowas nicht, Alter. Der Tobi hat einen riesen Chips-Konsum während der HWSQ-Folgen. Das muss finanziert werden. Das macht alles viel besser jetzt. Ne, Tobi? Nein. Warum nicht? Ist das unangenehm? Nein. Nein? So, Knochen. So, die Papiermaschine geht. Also man kann jetzt Bücherregale theoretisch bestellen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber nur in Maßen, ne? Ich will auch wieder ein bisschen rumbasteln. So. Warte mal, ganz kurz eine Sache. So. Zack. So, was noch fehlt bei dem Ding ist eine Textur auf jeden Fall. So, und ich muss das Ding irgendwie an die Straße anbinden. Das wollte ich eigentlich gerade machen. Und meine Burgermaschine muss immer weg. Ja, ja, ja. Aber ich will die nicht umlegen. Ich bin auch zu faul zum Umziehen mit dem ganzen Scheiß. Ah, so ist der Weg. So. Wenn es dir nicht gefällt, mach es weg. Nein, nee, ist gut, gut. Achso, okay, okay. Die ein paar hohen Törchen Sachen könnte man noch reinmachen, aber das kommen wir ja später. Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist erstmal nur Umriss. Und die hohen Sachen, dachte ich, so Laternen drauf oder sowas. Mhm, oder genau. So ein Welcome-Schild kannst du ja vorne auch drauf machen. Irgendwas. Ich hatte leider keine Zeuge mehr. Zäune. So. Gut. Scheiße. Dieser Weg wird kein leichter sein. Was denn passiert? War da Scheiße? Was denn? Nee, weil du Scheiße sagtest. Nee. Ich überlege gerade, wie ich den Weg weitermache, weil ich habe kein Gravel mit und ich bin zu faul, jetzt welches zu holen. Ob ich das mit geschisselter Erde vielleicht mache. Oder mit Erde 3.1. Was ist denn Erde 3.1? Da wächst kein Gras drauf, so viel ich weiß. Ach so, ja, das ist ja genau wie bei geschisselter, oder? Ja, genau. So, hä? Ah, jetzt. Ich weiß noch nicht, was für welche Cobble-Dirt. Vielleicht Dirt Bricks in this Array, können wir mal ausprobieren. Flups. Ich guck's einfach mal an. Ich hätte auch noch Gravel, wenn du magst. Also, wenn du lieber Gravel haben möchtest, das sieht furchtbar aus, mir ist egal. Problem ist nur, ich habe gerade keinen Inventarplatz, aber hey. Oh, warte. So, warte. Warte. Können ja auch tauschen. Nö, ich pack die Erde einfach ins Inventar so lange. Okay. So. Dankeschön. Das ist wirklich viel. So. Okay, alles klar. Das muss ich wieder Gravel nachproduzieren, ich hau immer raus. So. Jetzt habe ich nichts mehr. Hä, wieso nimmt das andere? Ah, jetzt. Brauchst du noch Gravel? Also, wenn du noch brauchst, sag Bescheid. Ja, ich lasse ja einfach Cobblestone umcraften. Also geht ja auch. Ach so, okay. War doch, glaube ich, oder? So, der Weg ist natürlich ein bisschen schmal. Ich finde, Gravel sieht immer so grau aus. Mal, Kronk-Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das ein echter Dickname ist, aber du bist doch also auch. Alles klar, der Tobi. Sehr gut. Ja. Tobi, was ist da los? Vielleicht soll ich einfach die PayPal-Adresse direkt vom Finanzamt angeben. Könnte man das direkt dahin überweisen vielleicht? Das wäre ganz gut. Es ist ja bald so weit dann, ne? Ja. Die reißt mir so derbs den Arsch auf. Ich weiß das jetzt schon. So. Verrückt. So, pass mal auf jetzt. Ja. Oh, nochmal Kirschen, geil. Kirschen? Kirschen? Kirschen mit Ö. Likörschen. Alter. Kann ich. Und eine Bekannte aus Kassel, die sagen auch immer Kirschen. Und Kirmes. Kirmes. Ja, mach ich aber auch immer. Kirmes. So, der Weg ist einer zu breit? Nee, weil ich gehe jetzt auf Dreierbreite, weil der Weg da drüben hat auch Dreierbreite. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Aber wie mache ich das dann hier? Ja, Tobi, was ist los? Wo habe ich meinen NPC-Stab hingeschmissen? Hä? In deinem Arsch, Tobi? Hast du da schon mal geguckt? Aber ich bin aggressiv, weißt du? Was? Ich bin hier der Aggressive, weißt du? Ich habe einfach einen höflichen Vorschlag gemacht. Ja, klar. Was denn da los? Hm? Ja, wo habe ich denn hin? Ich weiß das nicht mehr. Nee, ernsthaft? Hast du mal danach geschaut? Da ist nix. Komisch. Ich bin noch in einem Alter der Jungfräulichkeit, wo ich das merken würde.
Meinst du? Da hinten rein? An meinem Arsch auf jeden Fall schon. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ehrlich, was bei dir ist. Ich stelle mir das bei Tobi so vor, als würde man so eine, als würde man eine Gabel in eine leere Suppendose tun. So Schengel, Schengel, Schengel. Oder die Gurke in der Turnhalle oder wie. Ja, genau. Pass aber auf, hinten rechts steht noch ein Fahrrad.